Für 6 bis 8 Frikadellen benötigen wir 500 Gramm gemischtes Hack, ein Ei, 3 Schalotten, 1 Esslöffel Senf, etwas Milch, ein altbackenes Brötchen, Pfeffer, Salz natürlich zum Abschmecken und etwas Öl, Fett, Margarine zum Ausbacken. Als erstes wird vor dem altbackenen Brötchen die Kruste abgeschnitten und weggeworfen. Das Brötchen nun in schön feine Würfel schneiden. Kleine Würfel kommen zurück in die Schüssel und werden damit ca. 100 ml Milch eingeweicht. In der Zwischenzeit werden 3 Schalotten in feine Würfel geschnitten. In der Pfanne jetzt etwas Margarine oder Butter, je nachdem wie man möchte, erhitzen und die klein geschnittenen Schalotten darin glasig andünsten. Glasig angedünsten, zur Seite stellen und etwas abkühlen lassen. Wenn die Schalotten abgekühlt sind, einigermaßen nehmen wir unser gemischtes Hackfleisch, geben die angeschwitzten Schalotten dazu, das Ei, einen kräftigen Esslöffel Senf und die mit Milch eingeweichten Brotwürfel. Ordentlich Pfeffer, Salz, je nach Geschmack. Nochmal vermischen. Und jetzt aus dieser Masse, die ist sehr, sehr fluffig, unsere Frikadellen formen. So, in einer Pfanne erhitzen wir es wieder ordentlich Margarine oder Butterschmalz. Man sollte schon aufpassen, dass nicht zu wenig Fett in der Pfanne ist. Es wird schon von der Frikadelle, von dem Fleisch etwas aufgesaugt. Und wenn zu wenig Fett in der Pfanne ist, brennen sie halt wesentlich leichter an. Damit die Frikadellen sich in der Pfanne nicht so wölben und nicht so aufgeben, hilft ein einfacher Trick. Einfach einen Teelöffel nehmen und mit dem Teelöffel eine leichte Mulde in den Frikadellenteig reindrücken. Je nachdem, wie dick die Frikadellen sind, muss man ungefähr 3 bis 5 Minuten pro Seite einplanen. Guten Appetit!